Liebe Schülerinnen und Schüler, heute möchte ich euch ein paar Tricks zeigen, die eure Rechtschreibung betreffen. Es geht hier um ein Thema, das ich hier das bittere Ende genannt habe. Das soll aber nicht bedeuten, dass hier das Filmchen schon wieder zu Ende ist, sondern dass es einfach Wörter gibt, bei denen man ganz schlecht raushören kann, welcher Mitlaut am Ende steht. Im Prinzip geht es dabei um diese Buchstaben. Man nennt sie auch stimmhafte bzw. stimmlose Mitlaute. Das brauchst du dir jetzt aber noch nicht zu merken. Ich möchte dir einfach Tipps zeigen, wie du erkennen kannst, ob am Ende des Wortes ein stimmhafter oder ein stimmloser Konsonant, also das bedeutet für dich ein B oder ein P, ein D oder ein T, ein G oder ein K steht. Wahrscheinlich hast du es auch schon so ausprobiert. Oder es so geschrieben, dass es nicht so ganz eindeutig zu erkennen war. Um das zu vermeiden und deine Lehrerin oder deinen Lehrer nicht unnötig zornig oder heißt es doch zornig zu machen, möchte ich es dir zeigen, wie du das erkennen kannst. Um das, das, das und die zornige Lehrkraft zu vermeiden. Schauen wir uns doch zu Beginn die Nomen an, die Namenwörter. Hier hast du ein Bild von einem hübschen, süßen Hund. Du kannst es nicht wirklich gut raushören, stimmt's? Hund. Wir versuchen etwas. Bilden wir doch vom Hund einmal die Mehrzahl. Hier sind nämlich zwei süße Hunde. Kannst du es nun hören? Hunde. Mit dem Bilden der Mehrzahl wird es eindeutig, dass hier ein weiches D eingesetzt werden muss. Also ergibt sich daraus, dass es auch ein Hund ist. Ein anderes Beispiel. Hier siehst du ein Schwert. Vielleicht kannst du es hören, vielleicht tust du dir auch noch schwer damit. Ein Schwert. Wenn man undeutlich spricht, hört man es nicht sehr gut. Wir versuchen es nochmal mit der Mehrzahl. Hier sind zwei Schwerter. Hörst du es nun? Schwerter. Hier wird eindeutig, dass sich ein T einsetzen muss. Und ein Schwert wird deshalb natürlich auch mit T geschrieben. Kommt ja vom selben Wort. Schauen wir zu den Adjektiven. Das sind die Wie-Wörter oder Eigenschaftswörter. Dieser Mensch hier möchte wissen, wie weit ist es? Wenn ich nicht ganz deutlich spreche, ist es natürlich schwierig festzustellen, was hier eingesetzt gehört. Wie weit ist es? Hier kann ich Folgendes machen. Ich versuche, das Wort umzukehren, anders anzuwenden. Zum Beispiel hier mit ein weiter Weg. Weiter ist eindeutig zu erkennen
als Wort mit einem harten T. Probieren wir noch eins. Dieser Stier hier, er ist zornig. Ich könnte aber auch sagen, es ist ein zorniger Stier. Damit hört man wieder ganz deutlich, zorniger Stier, dass hier das G eingesetzt gehört. Was bei den Adjektiven auch funktioniert, ist die Vergleichsform zu bilden. Zornig, zorniger, weit, weiter, schräg, schräger. Hier kann ich an der Vergleichsform gut erkennen, welcher Mitlaut eingesetzt gehört. Zornig höre ich nicht gut, zorniger aber doch. Weit höre ich nicht so gut, weiter aber schon. Schräg ist nicht so gut zu hören, schräger aber doch. Hier kommt dann noch einmal unser zorniger Stier und wir schauen weiter. Bei den Zeitwörtern, bei den Verben ist es etwas schwieriger als bei den Nomen- und Eigenschaftswörtern. Hier haben wir ein Beispiel. Er hört. Ich kann es ganz schwer erkennen, vor allem wenn man schlampig spricht, hört man es nicht gut. Er hört. Aber wenn ich das Ganze in die Mitvergangenheit setze und sage, er hörte, hörte, dann kann ich gut erkennen, dass hier ein hartes T ist. Probieren wir noch einmal aus. Die Katze lacht. Wieder ist es schwierig zu hören, ob sie lacht oder ob sie lacht. Aber wenn ich das Ganze in die Mitvergangenheit setze, die Katze lachte. Und habe das T schon gefunden. Ich hoffe, dass dir das bei deinen Bemühungen helfen kann. Schau dir eventuell das Video noch einmal an, wenn du irgendwo unsicher bist, und versuche dir zu helfen,